Servus Leute, wir sind wieder zurück. Amnesia, Folge 22. Genau, 22 schon, das ist ja schon mal ein Schnapszeichen. Und der Gripper redet die Leute Müll, aber das ist egal. Gib ihm die Zettel. Oder hast du es gemacht? Ich er hat irgendwas gesagt. Was soll ich mich denn beeilen? Ja, kann man die irgendwie nehmen, die Notizen? Kann man nicht nehmen, aber ich denke mal, das ging schon automatisch gerade. Warte, wie war nochmal die Notiz? Wie kann man hier wieder raus? Und ja, wieder, ja. Wie war nochmal der Mentos, was stand da drin? Ja, wir müssen... Agrippa, der Stern, Bosch, nee. Ach so. Ja, gib mir mal das Tonikum. Ja, erstmal, ja. Das ist ja auch eine gute Sache. Er weigert sich jetzt, ja, geht zwischen zwei Schweinen. You're a good boy. Mann, was ist denn das? Wieso weigert er sich denn bitte? Was ist das für ein Spaß? Der soll das Gefängnis fressen. Weigert. Was, ich hätte es in der Gesellschaft, aber ich glaube, du hast andere Dinge. But I believe you have more important things to take care of. Ja. Kann man den nicht auch irgendwie anfassen oder so? Weiß ich nicht. Ich will ihm irgendwie mal eine... Oh, nicht gut. You should hurry. Was gibt's denn noch? Was können wir ihm geben? Also das da oben müssen wir... Wir müssen ihm, glaube ich, nur dieses Tonikum geben. Geh mal rechts in der Maschine, ich muss da reinfüllen. Ah ja, wahrscheinlich. Einfach nie reinlegen. Scheiße, vielleicht kann man da irgendwie Tee reintun, dann vergast er. Was ist das eigentlich für eine Maschinerie? Mann, die reden aber echt immer ein bisschen viel, das finde ich ein bisschen störend im Spiel, ehrlich. Ja, eigentlich schon, weil der Lava immer so echt ins Zeug. Ja, dann gehen wir erst nochmal in den Ich stört nur einen guten Let's Player. Ja. Geh nach links. Mhm. Also, nicht, dass wir... Egal. Ja, war da auch nichts mehr? Dann geh erst noch in den Raum, oder? Ja, okay. Da geht's ja weiter dann. Ist genauso aufgebaut wie beim anderen Teil, aber. ich wollte dich erschrecken. Oh, meine Kuchen. Das macht mal Spaß zu kurbeln. Oder? Das ist ganz super. Ich glaube, wir haben dies runtergetan, dann müssen wir es hochziehen. Ja, jetzt musst du dir nochmal hoch, damit du Wasser geschöpft. Was? Keine Ahnung. ja, Schwimmerwalfe. Wieso trinken wir eigentlich nie zwischen den Aufnahmepausen was? Kannst du Steine in den Brunnen werfen, dir was wünschen. Echt? Aber du musst wahrscheinlich irgendwas in das Seil binden, würde ich mal tippen. Ein Eimer oder ein Glas. Ja. Kann man wahrscheinlich nicht. Kann man das nicht? Her. Das Fleisch. Kann man nichts dran binden. Keine Ahnung. Ist ja, das euer Ernst? Ist doch geil. Dann können wir schön angehen heute, Petri Heil, würde ich sagen. Petri Heil. Jetzt kommt wahrscheinlich der Blöckner da dran hoch und hält sich. Und hält sich fest. Das hält sich fest. Top. Zu so. Etwas tief am Seil. Der zu? Fuck. Was denn? Ein Aren. Ja und? Was machen wir jetzt? Der zieht hoch. Gibt's nicht? Gut, ich will's gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Oh. Doch kein Arm an und Knochen, oder? Was ist hier aufgehoben? Ja, jetzt kann man ja Reste mit Müll kombinieren oder so. Kann nichts mit der Hand kombiniert werden? Laut der Notiz muss das Tonikum sehr sorgfältig hergestellt werden. Oh, Mann, wieso muss immer alles sorgfältig hergestellt werden? Mit dem Teer. Was, hä? Was hat's jetzt gebracht? Was hast denn, was bringt denn Rest? Was sind das eigentlich? Überreste der Knochen ist mit Schleim bedeckt. Hä? Was ist das für... Wieso kann man, man braucht irgendwie so eine Werkbank oder sowas, um sich das mal alles zu craften. Craften wollen. Man muss einfach ein Crafting-Table. Ja. Genauso wie bei Minecraft Real Life. Querschiff. Das Hauptschiff und das Querschiff. Ich finde es doch mal was. Es ist kalt. Eis hier vorbereitet. Er öffnete vorsichtig den Körper des... Man liest immer irgendwelche grausamen Sachen. Ganz echt, das Spiel wird langsam echt krass. Das ist hier, finde ich, ganz einladend, eigentlich. Du nicht? Nein. Kann das vorspulen, ja. Konnte man schon jemals so eine Zwischensequenz vorspulen im Spiel? Ja doch, in manchen Spielen gibt's nicht. Oh nee, oder? Und das hier wäre ein Raum. Wolltest du es nicht noch weiter anschauen? Okay. Ja, du mach halt, was du willst, mir doch egal. Hier sind ganz viele Türen, okay, gut angeschaut, jetzt kannst du. Was? Ey, wusstest du eigentlich schon, dass wir eine Stoppuhr haben? Ja, 11 Minuten noch. Ach, du hast die?
Da oben liest sie, damit man sie besser hören kann. Entschuldigung. Oh Mann. Eingefallen. Ich würde ja eigentlich. Was ist das jetzt eigentlich schon wieder? Schon wieder so ein Folter. Salon. Sieht aus wie so ein Salon. Ich will das nicht aufmachen. Mach drauf. Oh, das ist auch eine Scherbe. Cool. Jetzt kann man es so kombinieren. Nee, erst auf einer Werkbank. Echt? Was weiß ich denn? Jetzt haben wir auf alle Fälle vier Farben. Ich wette, das reicht schon an sich. Ja. Stück einer Kugel, was haben wir hier so? Die Kidnapperin war auf ihren Knien, die Hände waren auf dem Rücken zusammengebunden. Sie wühlte, wie ihre Hände angehoben wurden, ihr Körper folgte, ihre Schultern gaben ins Gewicht hinein. Wäh. Knackten. Willst du sie mal knacken? Aufhängen sie vor, schien es der und der Mann. Ja, egal, er schrie es höllisch, als der Mann. Ich kann es nur so einzeln machen. Was vor der Kamera? Nee, ich weiß schon. Wir wollen die Leute hören. Das wollen die Leute hören. Du musst hinknien. Kann man sich hier in Eier, genau, mit Steuerung. Doch mit C. Mit C. Und mit K kannst du kippen, weißt du? Drei Funktionen. Du siehst doch, wenn man das macht. Ah, okay. Was passiert? Diese Handschellen gehen. Das ist auch gemein, dass du den Rücken jetzt spielst. Ja, das. Ich glaube, das ist schon nicht mehr. Okay. Was ist das für ein Geräusch gewesen? Ja, das ist diese Frau gewesen, hast du nicht durchgelesen? Nee. Sie wurde angehoben auf ihren Knochen und da wurden die Arme so durchgedreht. Achso, genau. Und was ist passiert da jetzt? Was hast du jetzt gemacht? Nichts, das sind nur die Dinger hier hoch. Ja, jetzt muss man irgendwas bringen. Muss es nicht? Nee, wieso sollte es? Keine Ahnung. Vielleicht kann man auch noch wieder zurück. Ja, okay, schon wieder alles voller Rätsel hier. Das Spiel ist ein einzelliges Rätsel, gleich, oder? Nein, schon. Das Spiel ist kein Rätsel. Mhm. Kann man da was reinlegen, die Handschellen? Ne, wieso? Wieso sollte man das reinlegen können? Keine Ahnung. Knochen oder so. Ja, keine Ahnung. Ne, das war mir ja schon klar. Kann hier nicht irgendwas craften? Ich kann den Wesen da reintun, dann kann der Wesen knacken. Da, schau, da siehst du's. Ich wollte das nicht sehen. Ehrlich nicht. Ich dachte, du wolltest es doch sehen. Nein. Ist doch zu. Bäh. Schaben. Ich hab das aber echt gut gemacht, das ist eine schöne Sache. Das macht Spaß. Das ist süß, gell? Was ist das für ein putzige Tiere? Der nächste Raum, der nächste Grauen. Wie viel Öl haben wir? Oh nein, 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 nicht gut, nicht gut. Du hast noch zum Nachfüllen was, gell? Mach doch nicht aus. Natürlich mach ich aus. Wir haben doch nur ein Öl. Mach wie du es beliebst. Ich mach einfach mal ein paar, wie viel? 137. Ach doch, ach komm. Wir brauchen die eh, glaube ich. Wann brauchen wir die nochmal? Immer! Weil der Glöckner kam schon lange nicht mehr eigentlich. So richtig. Ich will da nicht weiter. Noch weiter. 1, 2, 3. Spiel vorbei. Eine weitere Folterkammer, wer hätte es gedacht? Was denn sonst? Ja. Was schon wieder ein Bruchstück? Noch ein Bruchstück. Gibt's da alle Farben oder was? Glaube ich auch langsam hier. Oh Mann ey, wieso bleiben die alle nicht zusammen? Warum Teaser? Hat er fix. Hält fix und. Für die! Vergewaltigte. Gegenüber und werden die fliegen. Das ist gut, dass du es deutlich vorliest, das können die sich verstehen. Ich möchte das eigentlich auch nicht lesen unbedingt. Irgendwas mit Sägen, Stecken, Vergewaltigen, irgend sowas. Hm. Da kommt jetzt irgendwas raus. Das geht so bedeckt ein Abflussrohr. Ja, da kannst du doch sich irgendwas reinlegen. Wieso geht's denn schon wieder so schlecht? Das ist doch wunderbar hier. Der ist schon wieder so Angst, was ist das hier? Säge. Da ist wieder so eine Zeichnung. Das ist ja ätzend, das Spiel. Da haben sie dann. Ja, die brauchen, glaube ich, noch die Kugel, können gleich wieder gehen. Ja, ich schon. Was für ein. Nicht im Ernst. Ja, ist ja egal, ich will hier echt nur wieder raus. Also, wir können uns hier die ganzen Folterkammern anschauen und die Kugeln finden. Macht natürlich Sinn. Wie sind wir so? Oh, nee. Eigentlich ist der geistige Zustand doch echt egal, oder? Ja, aber es nervt halt. Ja. Ich fand's mal so schlimm, dass es sich dann so auf den Boden gelegt hat und ohnmächtig wurde, das war auch nicht.
Ja, das war echt das Schlimmste, fand ich. Jetzt haben wir hier die Nebenräume. Jetzt nehmen wir den Vorderraum, also erst hoch gehe ich jetzt den Vorderraum. Weißt du, das hängt da oben, da war ein Kerl drin. Links da. Oder nicht? Ich glaube, das ist schon Einbildung. Mal sehen. Paranoid. Ja. Ja, der nächste Folterraum wartet. Du musst echt mal das Licht anmachen, was ist. Geht's dir nicht so fein? Mann, stopp! The cradle is ready. Good. You're a man. How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. I'm not a bad man. It was an accident. He set a man on fire. It wasn't my fault. Why would anyone listen? No, thank you. That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. Anzünden macht Spaß. Oh, fein, fein, fein. Die gehen in den Raum hinein. Weißt du, was da ist? Ein Bruchstück, glaube ich. Ja. Ich hab's schon gesehen. Das ist gesehen. Nein, nein, bitte nicht, tu alles. Was immer du. Sie gehört das Geräusch, wir haben alle Bruchstücke. Sie hört das Geräusch, dieses Zünder. Was ist das denn für ein Dreieck? Ich will ja die Zeichnung sehen, das war ich ein bisschen lustig. Kann man ja anklicken, dann wissen wir, was es ist. Der Brandstifter schrie, als langsam gefällt wurde. Es war nicht schwierig, den Willen des Opfers, der Opfer zu brechen. Sie wollte, dass er stirbt, aber der Folter hatte einen großen Effekt. Es war nicht die angewandte Methode, es war der Brandstifter. Er war anders als die anderen, sie waren. Ja. Ach Gott, ja, okay, das er wurde gefällt. Einfach angezündet. Oder angezündet, ja. Beides irgendwie. Das ist keine Zeichen. Mach mal das Licht an. Oh. Mach auf! Ja, das ist auch ein schöner Raum hier. Ja, warte, kombinieren wir mal. Geht, glaube ich, nicht, aber versuch's. So, ich habe doch alle Farben. Eigene Fläche. Ja. Du hast kein Gelb. Jetzt habe ich keine Laterne mehr, oder? Na doch. Ich habe ein paar bisschen Licht angemacht. Alter, raus. Wir gehen nach Haus. Ich will hier raus. Oh, es hat sich gereimt. War der gute Rhyme. Rhyme. Hier gehen wir die nach oben, das macht Spaß. Ich will nicht. Nein, nein. Es knarzt und fleucht. Der Doppler keucht. Boah, war der schlechte Rhyme. Ja, natürlich. Immer höher den Weg hinauf. Das Gemälde kennen wir schon. Ich will hier nicht rauf. Alter, das ist doch schön. Hey, das Gemälde kennen wir echt schon. Ja. Haben wir es gemerkt. Die Vase kannst du nicht zerstören. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Was machst du euch? Ich will nur, dass hier ist doch jetzt wieder gemütlich. Komm, ist doch schön hier. Ja, ich wollte trotzdem nicht rein. Ich glaube, wir können jetzt wieder. Eine Schnur. Eine Schnur. Ich weiß, für was wir die brauchen. Was? Rad, oder? Notizen zur Folter. Wie foltert man richtig? Das erfahrt ihr hier in diesem Text. So könnt ihr eure Mitschüler und Feinde foltern. Viel Spaß. Ja. Okay. Ja. Öl? Wie lernt man was im Spiel? Kann man das irgendwie kombinieren? Was habe ich jetzt gemacht? Genau. Einmal. Hast du gemacht? Im Ernst? Eine Glas und Schnur. Eine Schnur ist um ein Glas gebunden. Für was? Für den. Nee, keine Ahnung, für was? Für den Brunnen vielleicht? Ja, für den Brunnen denke ich auch, ja. Ja. Hätten wir da nicht direkt das Seil an die Schnur binden können? An der ans Glas? Ja, egal. Ja, gut, dann gehen wir wieder zum Brunnen. Ja, geht's hinab. Ja, gehen wir mal wieder zurück so. Wo kommen wir? Ich hier? Wo, was waren die eigentlich? Nichts, gell? Da war dann direkt gleich wieder der Gripper. Und schon, ja, Hauptschiff. Hauptschiff ist der Hauptraum. Und da war Agrippa. Und die dicke Flüssigkeit hinter meinem Blut verteilte sich aus seiner Zunge. Nice. Das ist immer wieder das Neue, ist immer wieder erheitert und fröhlich. Ja? Mhm. Aber ihr kommt voran, ja? Ja. Pisst euch doch. Pisst dich. Mach das Licht an. Pisst euch. Was war da rechts? Ich geht schon mit mir selbst. War da der Boden? Ja. Dann machen wir das mal kurz, ne? Machen wir lieber ein Licht an oder so, wir sind das Lärm. Bisschen Licht. Ist doch schon. Ja, passt. Ja.
Schnur und Glas an Brunnen binden. Das ist der nächste Auftrag. Ja, geht anscheinend nicht. Ja, nicht. Und was machst du, Play des Sardan? Du Play. Da liegst du falsch, du. Play des Sardan, du Play des Sardan, Play. So. So. Halt, halt doch dein Maul, der labert der da schon wieder hin. Ich krieg gleich übel auf der Kirche. Kann man das jetzt eh irgendwie verwenden, mit dem hier vielleicht? Kann man das nicht irgendwie kombinieren alles? Kann nicht mit der Hand. Wieso nicht mit der Hand? Mann ey, was ist das für ein Schmarrn? Warte mal, nicht mit der Hand. Nicht mit der Hand. Ich kann mal irgendwo anders machen, mit irgendeinem Gerät. Man hat mir schon unser Gerät, was das kann. Ich schlafe vielleicht. Können. Das haben wir doch eigentlich schon versucht, oder? Haben wir den Knochen da rein? Ja, okay, kann man nicht. Kannst du den Gripper den Knochen geben? Wie ist denn Knochen? Ich sei schon wieder hier. Ja, ich glaube, das Schicksal. Der Gripper kann das Tonic um nicht selbst herstellen. Ach nee, der hängt da dort. Aufnahmepause. Ja, Aufnahmepause. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Wir sagen nur noch Wachs. Servus.